Tja, hier, verlassenes Häuschen. Alles geschlossen. Naja, vielleicht kommt der Bauer dann irgendwann mal hoch. Die Alp. Ja, da bin ich wieder. Wir sind zu unserem ersten Spaziergang losgeschlossen. Aber nur ein Spaziergang. Zeige ich euch mal. Kommt mit. Bis dann. Ciao. Ja, das Wetter passt. Wir befinden uns hier so auf 1200 Meter. Bitte? Ah ja. Ob das auch vielleicht ein Ferienhäuschen ist? Bitte? Das ist unser Haus da hinten. Ich glaube nicht. Nee. Dahinter. Ein Stück weiter von da hinten kann man vielleicht nachher sehen, wo wir da hinten sind vielleicht. Okay, hier gibt es Wanderwege, so wie es aussieht. Ja. Andreola, Belamonte. Gut, Belamonte ist nicht so ganz so weit von hier weg. Scofa. Ja, aber da geht es dann hier mal in den Wald rein. Und da geht es dann mal hoch. Machen wir heute nicht, wir bleiben gemütlich. Ja, wer Italienisch kann, wird wissen, was da steht. Wer es weiß, schreibt es mal in die Kommentare. Ah ja, da ist eine ordentliche Schlucht. Gut, wir werden später auf der anderen Seite lang laufen. Gucken wir mal. Man hört jedenfalls das Rauschen schon. Ah ja. Ja. Schlecht. Aber da. Und überall auch Schlüsselblumen. Da oben alles voll. Gehen wir erst noch so ein Stück da hoch, oder? Weil sonst sind wir ja gleich zurück. So, wir gehen erst noch mal so ein Stück. Die Brücke, die du meinst, ne? Die alte Steinbrücke war da. Die Rede von, ja. Ah ja, hier könnte man ja, hier sieht man ja, wo man laufen kann. Ja, und hier, wie sind wir jetzt hier? Das da ist unsere Unterkunft. Wir schauen mal. Jetzt gucken wir uns erstmal die Brücke an. Kannst du dir vorstellen hier? Ich denke mal, wenn hier richtig. Ah, hier kannst du klettern. Gut, wir haben hier Seile gespannt. Ah, da wird man wahrscheinlich da mal hinkommen. Ich werde jetzt noch nicht riskieren. Aber cool, das ist eine schöne Idee. Ich sag mal, wenn hier richtig Schmelzwasser ist, man sieht das ja richtig hier, diese. Rundung, dann wirbelt das hier wahrscheinlich ordentlich drin rum. Ja. Hier Schatz, hier kannst du rüberklettern. Da sind Haken, alles, brauchst du nur einhängen. Da kannst du dann rüber, kannst bis dahin klettern. Hm? Kannst du da hinklettern, da ist überall Haken. Hm. Wenn du möchtest, kannst du mal dahin. Dahin? Ja, ja. Ja, mach mal vor. Nee, ich hab ja dich gemacht. Schau mal. Wie rund das ausgespielt ist, ne? Ja.
Ja, schön. Oh, Auto bekommen, habe ich gehört. Und irgendwelche Fischchen zu sehen hier. Ja, bitte, ich gehe mal nachher nochmal hier. Für den Weg. Den werden wir später nochmal laufen. Richtig. Okay, wir sehen uns später. Bis jetzt schon mal ganz schön. Wunderbar. Ja, zumindest mal mit so einer Päuschen dabei oder so, ne? So, hier gibt es dann einige Wege. Wir gehen einfach mal. Wasserreservoir, oder? Reserva di Pesca, ja, wahrscheinlich. Pesca weiß ich nicht. Wasser heißt ja irgendwie anders, aber... Also ich kenne Pesca, das ist Fisch. Ah, weil Wasser heißt ja Aqua, oder? Vielleicht Fischreservoir. Also ich sag mal so, Naturschutzgebiet vielleicht, ne? Für Fische, irgendwelche Forellen, Saiblinge und was weiß ich was. Ja, mal gucken, man kommt bestimmt irgendwann noch mal ein bisschen runter da. Wo seid ihr Fischchen? Ach, was war hier los? Hier sind sie beim abgestürzt beim Abseilen. Weil da sind ja überall Haken drin da oben, ne? Das sind wahrscheinlich irgendwelche Kletterdinger. Gut, bietet sich ja auch an, ne? Und dann hat es dann einen zerlegt, wie es aussieht. Ja, wechsel, hat ein schönes blaues Fahrrad. Bei der Wand, siehst du? Direkt hier unten, den Vorsprung. Ja. Ziemlich blau. Mhm. Von Enzian ist oder? Ja. Ah. Ja, ja, klar. Lass ich jetzt mal. Okay, aber bietet sich ja zum Klettern an, ist klar. Bergsteiger. Ja. Oder für den Bergen bearbeitet. Attenzione, was wollt ihr? Pericolo. Flutwellen, achso. Ah ja, weil die da oben hier kommt auch glaube ich aus dem See raus. Ja. Von da oben, ne? Wenn sie vielleicht aufmachen, dann kann das mal passieren. Wenn da eine Flutwelle um die Ecke kommt, merkst du es schnell. Wenn da eine Flutwelle um die Ecke kommt, dann merkt man es. Vielleicht.
klappt halt. Da hoch rein. Ja, da war mal eine Brücke drüber. Ja, das ist Schwierigkeitsrunden, sagst du, erlebst du. 6a plus. Es geht aber noch ein bisschen besser. B, die Tasi. Ja gut, hat schon gleich die Neigung in die andere Richtung, das Ding hier. Ja, mit Schwierigkeitsgraden betitelt, ne? 7B hatte ich eben, das ist jetzt 7A, 7A. 6 ist glaube ich schlechter. Ich glaube, geht da bis 10 oder so, ne? 10 hängt dann schon in die andere Richtung. Da ist schon. So wie die hier, wenn da durch die Ecke gehst. Die Ecke ist auch markiert hier. Obwohl, das wäre 6B. Na, na da. Sponsored bei die Firma Saleva. Ja, für die Kletterfreunde unter euch, sieht doch ganz nett aus hier. Also, macht euch auf die Socken. Ach, da werden wieder Türmchen gebaut. Ja. Hier wachsen in diesen Feuchtgebieten doch ganz interessante Blumen. Leider blüht er noch nicht hier. Bei Blüten ist wahrscheinlich das hier. Aha. Da steht auch eine. Ja, schön, schön. Mal ein paar Rastmöglichkeiten. Keine Fische zu sehen. Ja, jetzt gleich Schluss mit gemütlich. Jetzt geht's aufwärts. Ich brauche aber auch ein gutes Auto im Winter. Ja. Grüne Strecke, unerhebliches Risiko. Strecke gelb, Niedrigziel, Strecke ist vom Wald und von einer Felswand umgeben. Orange, Strecke ist vom schmalen Waldstein und von einer Felswand umgeben. Felswand steht direkt an der Strecke, hat irgendwas mit Steinschlag oder was. Findest sind Tiere, also 150 Meter ist da Schluss. Okay, da unten rum. Das 150 Meter Feierabend. Wir müssen da hoch. Ja,
Doch, da musst du nur Tor aufmachen. Oder gehst dran vorbei. Ist ja auch ausgeschildert. Eieiei. Zum Glück geht das hier nicht so steil hoch, hä? Sicher? Ja. So, die Pfeile sind doch hier hoch. Eieiei. Ah ja, na gut, wir sind halt hier in den Bergen, ne? Ja. Da kann sowas schon mal passieren, dass es auf einmal gleich aufgeht. Ich halte die Kamera mal gerade, aber kann man glaube ich trotzdem nicht erkennen. Das geht ganz schön auf jetzt gleich. Wir wollten das ja nicht anders haben. Ja, wir melden uns gleich nochmal, wenn wir oben angekommen sind, vielleicht. Da war ein Künstler am Werk, auf dem Stein da. Hier geht's weiter. Ist ja auch ein Frauenmantel, hä? Ja. Ja. Kann man ja auch essen. Kann man essen? Ja. Guck, da fangen sie jetzt gleich an zu blühen. Da. Ist mit gegen Frauenkrankheiten, Schatz. Deswegen heißt der wohl auch Frauenmantel. Wasser. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Hier geht's noch per Hülemund. Auf dunklen Wald fahren wir. Ja, ordentlich Moos drauf überall, ne? Und sonstiges Zeug. Das sieht doch cool aus hier. Kleine Palmwedel. Als wenn es darunter fließen würde. Wie so ein Leerfahrrad, ne? Und hier das Ökosystem des Gebirgswaldes. Okay. Da liegen die dicken Brocken rum, da. Überall, ja, vorne. Der da, da noch einer. Mhm. Zumindest sieht sie schön aus. Da noch ein paar. Okay. Ja, hier wollte jeder auf dem Stein wachsen. Gut. Der Campingplatz Bella Monte. Gut, und für uns geht's da weiter. Privatgrundstück. Nicht Camping.
Nochmal ein schöner Waldweg. Ist egal, das Zeug. Frauenmantel. Frauenmantel, ja. Das musst du kaufen. Ja, genau. Hier wächst er einfach so. Ja. Was ist denn das, ey? Interessant. Wieder ordentlich verkribbelte Bäume hier. Oh, hier gibt es wieder Wegweiser. Ja, da unten sind schon wieder die Wege da. Das ist doch die Hauptstraße sogar, glaube ich. Gut. Da geht's runter. Ja. Aber ist egal, müssen wir erstmal Foto machen, ist ja logisch. Ja, Freunde, ein schöner kleiner Wasserfall. Aber nur ein Käferkrabbel. Das ist schön. Ja. Überhang. Da vorne, weil das Stück weiter vorne fällt er nochmal lang. Können wir nochmal gucken, das ist eh vorbei. Bitte? Da fällt halt nur die Stelle runter. Ja, genau, ich mach das mal wieder nicht. Ich auch nicht. Ja. Nee. Das habe ich bestimmt schon mal dafür gedacht, so ist das nicht, aber da hat mich mein Bewusstsein stark gewesen. Aber uns gibt es eine ganze Konstruktion. Anlauf. Da fällt er nochmal in die Tiefe. Vielleicht von uns irgendwo, weiß ich nicht. Ja, das Bächlein, was hier jetzt gerade ankommt, das ist der Wasserfall gewesen, den wir gerade gesehen haben. Da sieht man noch mal ein bisschen. So, da kann man vielleicht ganz zu essen. Werden wir mal schauen. Schlüsselblümchen. Ne, das nicht. Das sieht aus wie Raps, Senf. Das ist ein Schlüsselblümchen.
So, Nebensaison ist noch wunderbar. Kein Schwein unterwegs. So, hier schöner alter Stall hier. Ich glaube, das wird auch alles noch genutzt. Und? Was zu erkennen? Nee, nur Matsche. Nee, da war was drin. Ja? Ja. Kuh? Bestimmt Kuh. Ich könnte sagen, Kuh. Wo bist du, Kuh? Ach, da. Ja. Ist dunkel. Was ist denn da drin? Ist halt lieber aus, da macht er auch rein. Genau. Ne? Bleib ruhig liegen, lass dich nicht stören. Das sind dann so die kleinen Dinger, das waren bestimmt mal so Lagerhäuschen, ne? Wo die alles Mögliche gelagert haben, oben drin. Mhm. Unten zum Kühlen, oben dann, was weiß ich, keine Ahnung. Ja. Nur so ein paar Viecher haben sie, das war's dann. Ja. Dankeschön. Na, hier zwei, drei, Entschuldigung. Ein kleiner. Guck mal, zottelig, hä? Bist du ein kleiner? Ja. Hast dich da ganz schön drin rumgewühlt, hä? Kleine. Ist sowas auch hier, so Möhrenzeugs? Ja? Okay. Oh, geklaut. Scheint gut zu sein. Jo, irgendwie so. Keine Ahnung, was das ist. Nee? Das nicht? Ja, vielleicht doch. Schöne Tiere. Unsere Hütte, wo wir pennen. Um da noch mal ein bisschen zu reimen. Da ist unsere Hütte, wo wir pennen. Ist aber so gut wie nicht zu erkennen. Ha! Witz, komm raus. Ja, das sieht ja fast aus wie in Norwegen hier. Wir sind wieder auf dem Rückweg, der erste Tag ist gleich gelaufen. War mal ein ganz netter Spaziergang. So um die 10 Kilometer schätze ich mal. Ein paar schöne Sachen dabei gewesen. Muss man schon sagen. Okay, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann kommt beim nächsten Mal gerne wieder mit. Wir sind noch ein paar Tage hier. Es werden bestimmt noch ein paar Filmchen folgen. Kann natürlich ein bisschen dauern, aber gebt mir gerne mal einen Daumen hoch. Und lasst doch mal ein Abo da, dann verpasst ihr ab sofort nichts mehr. Und wir sehen uns beim nächsten Mal irgendwo aus Deutschland bzw. aus Italien. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Micha. Da hinten braut sich was zusammen. Da kommt ein dickes Gewitter. Nix wie weg. Wir sind ja gleich da, da wollen wir hin. Mir geht es auch steil hoch. Die letzten Meter quälen wir uns gerade hoch. Da sind wir. Wir haben es geschafft. Und zwar bevor der große Regen losgeht. So. Da sind wir. Nein, ja. Ganz genau.
Yippie-yay-yay. Wir sind da. Geschafft.